Also etwa in zwei Wochen lancieren wir unsere erste vegane Milchschocke. Da haben wir jetzt lange daran gearbeitet. Wir müssen einmal sehr bewusst schauen bei so Innovationen. Wir müssen nicht unbedingt der Erste sein. Aber wenn wir können, wenn wir der Best in Class sein. Also es soll wirklich top sein. Und ich glaube, das ist es. Ich bin nicht ganz neutral, ich kann das nicht so gut beurteilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bayertag. Ich freue mich heute im Kanton Glarus, genau gesagt im Wildensee, bei der Familie Lederach oder bei den zwei heutigen Repräsentanten von dem Familienunternehmen Lederach, wo man sicher jetzt einiges werden erfahren. Das ist einerseits Johannes. Er ist verantwortlich für den operativen, geschäftlichen Teil. Aber nicht minder, oder sogar noch wichtiger, fast gleich sagen, ist natürlich der IAS. Er wiederum macht die ganzen Kreationen. Er ist auch an der Schoki-Weltmeisterschaft gewesen und ist, würde ich sagen, zu stolz, der erste richtige Schweizer Schoki-Weltmeister. Hätte man ja nicht erwartet, dass der mal so einen Glamour hat. Also herzlich willkommen. Ich bin sehr gerne auch da. Wir sind da in der Produktionshalle nicht, sondern wir sind in der Vorstufe zu denen. Da werden die ganzen Anlieferungen gemacht von der Kakaobohnen. Das könnt ihr mir wissen. Was kommt da alles? Zucker gesehen im Hintergrund. Was gibt es noch sonst, was wir brauchen, zum Schoki machen? Also, wie du gesagt hast, wir sind hier im Gacko-Lager. Ja. Also, im Hintergrund sieht man vor allem die Gacko-Säcke, die da sind. Wir haben dann eine zweite Anlieferung. Also, in dem Gebäude, muss ich sagen, machen wir die Schoki, also die Grundmasse von all unseren Produkten. Und dazu haben wir noch weitere Rohstoffe wie Gacko-Butter, wir haben Zucker, der auch reingehört, es kommt Vanille dazu, Milchpulver. Und da haben wir aber ein Trendslager, weil wir auch gerade in diesem Gebäude sehr stark auf Hygiene-Sachen. Also wir haben eine saubere Zone und wir haben eine schmutzige Zone. All die Bohnen gehen noch durch die Reinigung durch, bevor die dann in die Schoki reinkommen. Okay. Also es sieht fast ein bisschen aus wie in einer Uhrenfabrik. Man könnte da gerade so gut Uhren montieren. Ja, was es an beiden Orten braucht, ist ganz viel Leidenschaft. Ja, und die Freude, bringen die rein. Ja, das ist auch eine Zutat. Und da reden wir über die Mitarbeiter, die wirklich der Schlüssel sind bei den Uhren und bei den Schocken. Du sagst es richtig. Mittlerweile macht ihr auch schon richtige, grössere Personalbestände bei euch. Ich habe mal so gehört, gegen 200 Leute sind jetzt nur da in Bilden, oder täusche ich mich? Wir sind über die ganze Gruppe sind wir etwa 1500 Personen. In der handwerklichen Produktion in Enneda, wo die Flüssigschocke nachher hingeht, sind wir etwa 400. Ja. Und da in Bilden zusammen mit Logistik und Produktion, Administration und eben auch im House of Lederach, dem Branderlebnis, werden es auch bald gegen 200 sein. Eben das, was und die wachsen ja, glaube ich, noch immer. Also im Moment ist kein Wachstum Grenzen gesetzt. Vor allem dann, wenn ihr ja könnt auch antizyklisch haben, dass immer, wenn der Markt irgendwie negativ erscheint, das sind ja jetzt möglicherweise, also für unsere Branche, denke ich mir, 2023 wird eher ein schwieriges Jahr werden. Wäre also auch wieder die Möglichkeit für euch, eine weitere Expansion machen, weil das ist nämlich gut. Auch wir haben immer antizyklisch eigentlich geschaffen und das ist besser, wenn man nicht den Herden anläuft, sondern selber das Herdentier ist. Mhm. Ja, wir glauben, das ist sehr wichtig. Also Chancen entstehen in der Krise. Genau. Mhm. Und wir haben wirklich so eine hinter uns mit Corona. Ja. Weil wir ja nur über eigene Filialen verkaufen und nicht im Handel. Haben wir auf einmal, wo all die Filialen zu sind und aber auch nachher die Leute im Homeoffice gewesen sind, nicht mehr gereist sind, haben wir irgendwie 35-40% Minus gehabt zum Rekordjahr 19, dann im 2021. Das ist ein Herbst, ja. Und haben in dieser Situation aber eine Akquisition tätigen können, können in den USA von einem Mitbewerber 34 Filialen übernehmen. Und zusammen mit der ganzen Rückkehr und auch unserem Start in China, England, Österreich und an anderen Orten sind wir jetzt das Jahr 60% gewachsen, mehr als 60%. Das haben wir kaum können verdauen. Ja. Und darum ist jetzt schon für die unmittelbare Zukunft müssen wir auch ein bisschen konsolidieren. Ja, wir müssen über Prozesse reden, wir müssen auch verschiedene Mitarbeiter, eben sind irgendwie 300-400 Leute zu uns gestossen in kurzer Zeit, müssen wir auch noch wieder in Schulung investieren, bevor es dann wieder weiter darf gehen, auch in anderen Ländern. Okay. Oder was bei uns ganz wichtig ist, ist, also was uns eigentlich die Grenze setzt vom Wachstum, ist unsere Produktion. Ja, also wir haben alles in der Schweiz. Ja. Wir haben gesagt, also jetzt ist es eine Ausnahmesituation gewesen, aber wir können irgendwie
10, 15, maximum 20% wachsen pro Jahr. Auch wie bei der Uhr, oder? Wegen dem Handwerk. Genau, es ist sehr viel Handwerk. Leider können wir nicht 10 bis 20%. Aber das Handwerk ist sehr wichtig. Wir rechnen im Einstellungsprozent. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Darum ist das so ein bisschen der limitierende Faktor, was aber, glaube ich, auch gesund ist. Das ich glaube auch. Und es ist ja gut, ich sage immer, reculer pour mieux sauter. Also man geht nicht wirklich zurück oder bleibt stehen und tut sich nur wieder neu positionieren und dann wieder angriffsbereit sein. Aber ich kann verstehen, nach dem Wachstum, das ich jetzt gehabt habe, Gratulation einerseits nochmal, andererseits, es ist wahrscheinlich auch die Ernte von den Früchten, die ihr verdient habt, mit dem, was ihr alles lanciert habt. Und als Brüderpaar scheint ja ideal zu ergänzen, da gibt es nie Diskussionen, wer ist der Wichtige von. Der meisten grossen Uhrenmarken war es nämlich auch so gewesen. Es war immer ein Patek und ein Philipp gewesen, oder ein Vacheron Constantin. Ja, genau. Und es ist immer der eine der Kaufmann und der andere eher der Techniker oder der, der eben die Marken weitergebracht hat. Aber auch wenn man ohne dass man den Marktum kann expandieren kann, nützt es auch nicht die schönste Erfindung hat. Aber sind auch da die Zeugen von diesen wunderbaren neuen Kreationen eben der beste Beweis, dass man sich immer wieder neu erfinden muss. Das ist so. Aber wenn man zwei ist und einer davon ist Weltmeister, ist die Frage schnell beantwortet, wer ist der Wichtiger? Und wir glauben wirklich, dass eben, wir sagen einmal, Product is King, oder? Ja. Und es braucht ganz viele Prozesse im Marketing und im Kaufmännischen und so weiter. Aber am Schluss, ohne das Produkt als Basis, ist alles nichts. Oder? Das ist, aber dann sind wir auch wieder bei den Leuten, die es braucht für das, bei der Leidenschaft, die es braucht für das, bei der Kultur und an dem, wenn wir beide ganz, ganz fest schaffen. Mhm. Bevor ich jetzt nochmal auf die Geschichte zurückkomme und alles und dann auch über Weltmeister reden tue, ich möchte nochmal die Bedeutung von der Schokoladeindustrie wie von der Uhrindustrie. Das sind ja zwei, ich würde sagen, mit der Chemie und den Banken machen wir weniger Renommee unbedingt überall im Ausland, dass es gut will oder auch die breite, tiefe Bekanntheit für die Schweiz macht man natürlich schon mit Uhren wie Swatch, aber auch den hochwertigen Uhren, die zum Teil wir dürfen alle vertreten. Und bei der Schock ist es genauso, wenn ich im Ausland bin und jemand sehe ich dort Läden, die es in der Schweiz nie gibt, wo alle Schockfirmen wie eine Art Reha haben, aber alle sind da, von grossen bis zu kleinen, bis zu 30 verschiedene. Also in Hongkong gibt es das, in New York kann ich es sehen, in Amerika generell. Und das ist schon noch faszinierend, wenn man sieht, was für eine Marktpower wir haben. Ich meine, wenn man jetzt in Amerika gerade sagen, sind wir noch immer klein in der Menge, die wir absetzen. Wenn ich sehe, was Hershey produziert, aber eben, das sage ich manchmal zum Teil, das ist nicht einmal Schoki, das ist für mich einfach eine Molasse aus Fett und Butter und Zucker. Und was ihr macht, ist Prime, also wir machen alle in der Schweiz sehr gute Schoki. Auch der Frey hat jetzt den Luxusleistungssprung auf Amerika machen. Ich finde das sehr wichtig, dass wir im Premium-Bereich, wie bei den Uhren, sehr erfolgreich sind und damit das Image von der Schweiz für Qualität und auch eben Präzision, Eleganz und alles können leben. Mhm. Jetzt muss ich mal aber richtig anfangen, weil ihr seid die dritte Generation, da denkt man schon, ja, das sind ja in dem Fall auch schon irgendwie 90 oder 100-jährig, aber tatsächlich hat das irgendwie mal 1962 angefangen in Glarus, also Konditorei, das sieht man heute auf eurer Homepage, die ist übrigens auch schön gemacht. Und dann aber ist irgendwie erwähnt, dass sie dann doch irgendwie erst 10 Jahre später mit dem neuen Namen gekommen sind, wo er dann auch Schock gemacht hat. Das hat auch mit der Erfindung noch zu tun gehabt, wo ihr Grossvater oder vielleicht schon Vater gemacht hat. Der ist auch vor ein paar Jahren zurückgetreten. Der hat das Unternehmen auch schön vorbereitet, dass sie es jetzt dann richtig können durchstarten können. Tun wir kurz mal einen Rundown geben. Wer will von euch? Ich hätte jetzt ein bisschen Schock gegessen. Also, fangen wir mal an. Genau. Also, wie du gesagt hast, 1962 hat der Grossvater angefangen. Mhm. Wir sagen also, das ist der Start von unserer Schoki-Geschichte, weil richtig. Sein Vater, also unser Urgroßvater, hat eine Bäckerei gehabt. Mhm. Und der Grossvater hat dann aber, das ist wirklich so ein Tüftler und Kreator gewesen. Und ähnlich hat dann, wie du? Ähnlich wie ich, hat die Leidenschaft für Schoki entdeckt. Ja. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, er würde lieber mit Schoki anstatt mit Brot und hat sich dann so mit dem Segen vom Vater selbstständig gemacht. Und hätte gerne einen Laden schon gehabt. Ist dann zu der Bank, hat gerne Geld wollen, dass er das kann starten kann, und hat es aber nicht bekommen, weil die Garantie gefehlt hat. Der Grossvater hat gemeint, er sei genug Garantie, aber ja, die Bank hat das ein bisschen anders gesehen.
Und dann hat er den Traum aber nicht wollen aufgeben und hat darum im B2B angefangen. Also er hat wirklich Halbfabrikat und auch Fertigfabrikat hergestellt, wo er einfach den Kollegen, Konfiseuren, Hotel, zum Teil Restaurant angeboten hat. Und die haben es fertig verarbeitet oder so verkauft unter ihrem eigenen Namen. Das heisst aber auch Lederach als, ist dort mal nicht als Konsumentenmarke präsent gewesen. Und das hat lange gedauert. Der Vater ist dann ins Unternehmen eingestiegen. Und dann, wie man es heute sieht, die Tendenz ein bisschen vom Lädeli sterben, also im Gewerbe gibt es ja immer weniger kleine. Und das sind ja unsere Kunden gewesen, dazumal. Und da hat dann wirklich, sind die Umsätze zurückgegangen, man hat etwas müssen machen und dann, und das rechnen wir ihm heute mega hoch an, hat er den Mut gehabt, um die Merkur-Filialen, die dazumal zum Verkauf gestanden sind von der Valora-Gruppe, zu kaufen. Es war sehr mutig, es war ein grosser Schritt war für uns, ein grosser Lupf war, genau, und wirklich ein Strategiewechsel. Mhm. Also man ist vom B2B ins B2C, von einer unbekannten Marke zu einer Konsumentenmarke gegangen. Oder? Und so ist auch der Traum dann noch wahr geworden vom Grossvater dann doch wieder, im grossen Stil, oder? Genau. Um eben können direkt dem Konsumenten die Freude zu bereiten. Ja. Ich habe im Vorspech kurz erklärt, wie wir entstanden sind. Es ist also sehr ähnlich. Mhm. Meistens findet man erst mit der Zeit raus, wo man dafür geboren ist. Man nimmt mal etwas an, fängt etwas an und nachher tut man eine gute Idee daraus entwickeln und macht dann das, was man schlussendlich am besten hat. Genau. Damit ist Stichwort schon gefallen, Merkur, das war glaube ich im Jahr 2004 gewesen. Mhm. Da ist Bruchschocke bei uns glaube ich, das Thema geworden. Wir sehen auch hier heute Beispiele von Bruchschocke, habe ich vorher nur gekannt, von einem Laden in Lausanne, der hat Blondel geheißen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber vielleicht gibt es den gar nicht mehr. Mhm. Der hat immer, gibt's also Bruchschocke gibt es noch. Ist für mich immer ein Astonishing gewesen, wenn ich in der Schule war. In den 80er, 90er Jahren konnte ich bei dem alle Schocken, die ich wählte, mit Mandel und allem drin, auch Pistazien, weißer Schock, dunkler Schock, einfach als Bruchding. Und die haben einem das Vorweg abgebrochen. Dann habe ich das sehr spannend beim Merkur gesehen in St. Moritz. Der steht am besten Lage, gar nicht mehr vom Palace Hotel. Und dann auf einmal war der auch nicht mehr Merkur, war dann nicht mehr da gewesen. Aber ich bin sehr froh, dass ihr das in dem Sinn das geistige Eigentum von dem übernommen habt. Ist das in der Zeit wirklich eine Premiere gewesen? Oder was ist das für euch gewesen, wo ich Merkur, habt ihr gesagt, das machen wir jetzt auch? Oder habt ihr gesagt, das übernehmen wir von denen? Oder wo ist denn diese Produktionsanlage gewesen? Habt ihr etwas können übernehmen von denen? Also Merkur hat nur gehandelt mit Produkten, die andere hergestellt haben. Ja. Und darum ist natürlich bei uns nach der Übernahme dann schnell die Frage gewesen, was für Produkte nebst unseren Pralinen können wir dort rein verkaufen. Und du hast recht, also in Bruch hat es schon verschiedene Konzepte gegeben, aber in diesen grossen Platten, das war sozusagen die neue bahnbrechende Idee gewesen, das in die Theken zu tun. Und die Idee ist eigentlich gekommen von einem, der damals im Verwaltungsrat bei uns war. Und der hat gesagt, probieren doch einmal probieren, Schoki verkaufen, wie man Käse verkauft. In dieser Grosszügigkeit und in dieser Frische. Und darum sagen wir auch überall, sagen doch Frischschoki zu unseren. Weil wir haben damals wirklich müssen mit dem Lebensmittelinspektor im Glarnerland streiten, wie kurz muss die Haltbarkeit sein, dass man es eben den Frischschoki nennen und nicht Bruchschoki. Okay. Und sogar heute in Amerika, also von New York bis San Francisco, wenn unsere Leute Produkte vorstellen, dann sagen sie, do you know our Frischschoki? Und dann schauen die anderen ein bisschen gespässig und dann sagen wir, ja, that's because it's so freshly brought in from Switzerland. Und das ist wirklich das Geheimnis. Und Gott sei Dank ist das dann auch der Grund gewesen, dass der Turnaround funktioniert hat bei Merkur. Und dass wir dann haben können im 2012 die Filiale umbenennen, eben dann zu Lederach. Ja. Und zum Präzisieren vielleicht, wir haben, auch wo Merkur noch nicht uns gehört hat, haben wir schon reingeliefert, Praline. Okay. Ja, 3% glaube ich am Anfang. Ja, das Theken, oder? Das steht schon für ein uns. Teil von ein Teil von Theken. Ja. Und nachher, wo man es übernommen hat, haben wir es zeitlang unter Merkur geführt, bevor wir es rebrandet haben. Genau. Das habe ich auch vieles gehört. Dann schrittweise ersetzt. Genau. Ja. Gibt es eigentlich noch andere Läden wie Blondel? Wir haben da vorher gekriegt von Lausanne. Ist das etwas, was in der Schweiz noch existiert? Oder? Für mich ist das ein Unikatladen, der ist wie vor 100 Jahren. Der sieht noch von den Regalen und alles so aus. Gibt es das noch sonst irgendwo? Oder? Also andere Schokoladerien, meinst du? Ja, wie Blondel, ein Laden, wo es quasi wie die Steinzeit noch existiert, in der heutigen Zeit.
Also es gibt natürlich schon im Schweizer Bäcker-Konfiserie-Verband ganz, ganz viele. Der Elias ist dort auch im Vorstand. Ja. Das ist uns auch sehr wichtig, der Verband. Genau. Was wir aber feststellen, ist, dass schon die Anzahl der Betriebe schrumpft. Es gibt aber gewisse, und das ist ja in anderen Branchen auch, oder bei den Metzger und in verschiedenen Branchen. Und es gibt aber viele, also, wo es sehr gut machen. Und oft hat es ja damit zu tun, dass man so eine Spezialität hat, wo man dafür bekannt ist. Oder? Fokussieren. Genau. Und bei uns ist das eben, früher Fisch, natürlich die Hohlkugel gewesen, im Halbfabrikate-Bereich, die Erfindung vom Grossvater. Und heute werden wir sehr identifiziert mit der Frischschocke. Genau. Auch wenn wir nachher noch Minimus und andere Innovationen, Schocke, Popcorn und so gemacht haben. Aber verbunden werden wir immer noch mit dieser Frischschocke ganz stark. Okay. Gut, also die Frage, ob es noch andere Läden gibt, der Blondel. Ich habe den auch speziell gefunden, der hat spezielle Schocken gemacht, oder nicht Schocken, die Mandelsteine, die man auch Hochzeiten auch gibt. Der hat einfach Sachen gehabt, die ich nirgends wusste. Genau, so Spezialitäten. Ich sage nur, darum sagen wir auch immer in unserer Branche, es ist eigentlich wie eine grosse Familie und es hat wirklich Platz für jeden. Es ist aber eben jeder herausgefordert, zu überlegen, was macht mich einzigartig oder was ist mein sagen wir mal, Signature-Produkt oder so. An was soll man denken, wenn man meine Marke gehört? Und, Wir haben ja einen weiteren angenehmen Mitbewerber, der Dieter Meyer, den ich auch schon im Interview gehabt, im Bayern-Tag, da haben wir aber mehr über Musik und über seine Vergangenheit geredet als Musiker. Er hat dort aber schon angefangen, mir zu erzählen von dem, dass wenn eine Fabrik plant, auch im Kanton Schweiz, also nicht sehr weit, das ist fast verwandt schon. Und jetzt hat er letztens ein Substrat gezeigt in einer Flasche und gesagt, das hat mehrere tausend Franken, weil das ist durchsichtig, das ist einfach wie flüssiges Gold, hat er es genannt. Das ist offensichtlich weiterhin ein Conquest, Jockey bald wieder neu zu erfinden, oder man muss doch neu erfinden, sonst hat man keine Chance gegen grosse wie Frei oder Lind, die halt dann auf dem Markt schon auch mit dem Marketing können voll besetzen. Man muss innovativ sein, wenn man heute will, neu an den Markt kommt. Auch wenn man nur kleine Mengen in absetzt, wobei das sind ja immer gerade kleine Mengen, über das komme ich nachher auch noch kurz zu reden. Aber für mich ist es sehr faszinierend zu sehen, dass, wie du gesagt hast, für jeden, der Innovation hat, hat es heute noch Platz in eurer Branche. Bei der Uhr ist das ein bisschen schwieriger, weil da muss man unglaublich viel Kapital. Das ist, wenn man eine Bank heute gründen will, das ist nicht mehr einfach jedermanns Reichweite, auch wenn er vielleicht die gute Idee hat und besser wäre als Menge, die heute schon in diesem Business ist. Aber eben Tradition und gewisse Gesetze mit Geldreserven etc. machen einfach, dass das Ganze gar nicht einfach ist. Aber im Bereich Schocke sehe ich immer wieder, wenn man eine gute Idee hat, ist man schnell bei den Leuten. Du hast recht. Und bei den Uhren kann ich schlecht mitreden, aber ich stelle einfach fest, weißt, mit den ganzen Microbrands und der direkten Vermarktung und so weiter, sehe ich doch auch viele Innovationen auch von kleineren Playern. Aber da weißt du besser Bescheid natürlich in dieser Branche. Es hat für ganz kleine Nischenplayer und dann für neue zum Anfangen, die müssen sich sehr gut bewähren und müssen eine Strategie, eine Marketingstrategie haben. Du kannst eigentlich heute schon eine neue Marke kreieren. Es gibt vielleicht in der Schweiz jedes Jahr 3-4, die Erfolg haben, aber es gibt auch mindestens gleich viel, die wieder vom Markt verschwinden, weil sie keinen Erfolg haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist die, die ein überzeugendes Konzept haben, finden auch meistens Geldgeber, die nicht mit Banken sind, sondern meistens häufig auch Leute, die selber Hobby haben, Uhren. Ich bin überzeugt auch bei den Schokoladenkonsumenten gibt es Leute, die über das hinausgehen, als nur einfach unbedingt zu sagen, ich kaufe jetzt, weil ich es kaufen kann. Die wollen sich auch mit der Marke identifizieren. Also wir sehen das auch in Zürich bei der GV von einer grossen Firma, die der Ernst Anramings leitet. Da kommen die Leute wegen ihm, weil es einfach ein Spektakel ist, zu sehen, was der aus dieser Marke gemacht hat und wie es auch weitergeht. Aber eben, heute sind wir da, um über euch zu reden, und das ist auch sehr interessant. Ich frage jetzt noch nicht nach, ich tue nur vorbereitet, ich frage dann irgendwann mal, ob ihr eine Idee habt, wie viel Menge, Kilo oder Tonnen oder auch Franken ihr Schoki umsetzt heute. Ob die, ich dann schnell Zick zählen? Ja, zum Beispiel. Genau. Einerseits fangen wir mal schon an zu zählen. Ich bin mich mit einer Totalsumme am Schluss zufrieden. Aber auf jeden Fall, ihr habt ja mit Merkur nur einen Zwischenteil gemacht. Ihr seid auf eine andere Schoki-Marke. Wir müssen wissen, man sieht es mir auch an. Ich bin jemand, der sehr gerne Schoki isst.
vor allem nur sehr gute. Also ich bin in Amerika extrem enttäuscht gewesen, wo ich dort dann das erste Mal mit Hersheytown, ich bin dann extra auf Pennsylvania gegangen, das anschauen. Dort in der Nähe von Amish Country ist dann auf einmal. Es hat zum Glück dort eine Uhrindustrie, die heute noch existiert. Und ich bin dann ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich gesehen habe, was für eine Massenproduktion ist und die Amerikaner eigentlich ein anderes Sättigungsbedürfnis haben, wie zum Teil auch sonst beim Essen, aber zum Teil für Erika dann in das Essen. Aber in Sachen Schoki haben sie wirklich, sind sie das erste Weltland, ein Drittweltland. Sie haben da noch nicht in meinen Augen die ganz grosse Kultur entdeckt mit Hersheytown. Aber eben, wie in Amerika gibt es immer alles. Ihr habt euch entschieden, einen anderen Weg zu begehen, um die amerikanische Macht hinein. Das ist auch ganz interessant. Eben Godiva, Godiva, wie ich sage, glaube ich, ist die belgische Hersteller gewesen. Ich habe die immer sehr geliebt. Ich habe immer in Genf in ihrem Laden Schoki gekauft, den man in Zürich nicht hätte können haben. Und ihr habt einfach irgendwie aufgrund glücklichen Umständen können, denen in das Amerika-Netz von Retail Filiale übernehmen. Die Firma gibt es, glaube ich, so auch nicht mehr heute. Die ist, glaube ich, wie du mir gesagt hast, von einem türkischen Investor, glaube ich, gekauft worden. Und der hat sie dann irgendwie angefangen, ein bisschen aufzusplitten. Aber ich vielleicht schnell ja, zum Erklären. Godiva ist ein renommierter Brand, wie du es richtig gesagt hast. Ursprünglich in Belgien entstanden, wirklich international tätig und gehört heute der Ülker-Gruppe aus der Türkei. Und sie haben angekündigt, dass sie, und das ist sicher während der Pandemie und vielleicht auch wegen der Pandemie, in den USA ihr Filialnetz schliessen wollen und sich konzentrieren auf das Wholesale-Geschäft, also über Supermärkte und online. Oder? Okay. Und wir können über eine längere Zeit mit ihnen reden und sie haben uns dann Filialen angeboten, zum übernehmen. Und das war für uns wertvoll gewesen wegen der Standort. Aber auch wegen den Teams, oder ähnlich wie bei Merkur. Wir haben so tolle Leute bekommen, die Schoki verstehen, die Passion haben für Schoki und die jetzt an diesen Ort eben mit ganz viel Stolz unsere Produkte vertreten und uns sogar das Feedback geben, sie hätten es also mindestens so gern und das käme super an bei den Kunden. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit im Verkauf ist wirklich so und so. Und man muss natürlich ein gutes Produkt haben, um dahinter zu stehen. Aber in Amerika ist es ja so, es ist ja ein Land der Tipps und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man als Mensch auch, es gibt ja Restaurants wie TGIF, wo die Leute kommen, hi, I'm so und so, welcome to our restaurant, dann ist gar nicht so wichtig, was man isst, weil es einfach schlussendlich das Gefühl ist, man ist daheim, man ist nicht empfangen, was eben sonst nicht immer der Fall ist, aber ich finde, das ist speziell in Amerika und die haben dann wie viele haben die neben Godiva Filialen auch noch eigene sonst aufgemacht. Ich habe etwas gehört, die haben Franchise, die Geschäfte in der ganzen Welt und die haben aber auch direkt von da geführte Geschäfte. Hast du etwas dazu sagen? Also wir haben, bevor die Möglichkeit gekommen ist mit der Übernahme von den Godiva-Standorten, haben wir schon gesagt, hey, wir wollen eigentlich gerne auf Amerika. Das ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Jockey-Markt überhaupt. Und dann haben wir angefangen mit 3 Standorten, die wir eben selber eröffnet haben. Das heisst, wir haben 3 gehabt, und zwar in der Region New York, ja, 2 in Manhattan, Montreal, ja. Genau, und 1 in Jersey. Gut. Und nachher ist das eben zusätzlich noch gekommen, wo dann 34 dazugekommen sind. Und nachher haben wir aber noch 2, jetzt sind es 38, gell? Ja, genau. Also 38. Ja. Super, ja. Gratuliere dazu. Ich sage immer, wer Amerika gewonnen hat, der kann eigentlich die ganze Welt nachher erobern. Amerika ist der schwierigste Markt im Retail-Bereich zum Erfolg, weil wir eben nicht die Leute finden, die es mit dem Föhn Sake verkaufen können. Es ist mir immer wieder aufgefallen, auch wenn ich dort geschafft habe, bei Tiffany und Shreve, die haben einfach ein Produkt gehabt, aber sind nicht in der Lage, den Wert, den inneren Wert von dem Produkt zu erkennen. Dann ist es nur darum gegangen, möglichst einen tiefen Preis verlangen und den Mitbewerber down the street können aus dem Markt rauszudrängen. Der ist nicht darum gegangen, ein gutes Erlebnis haben für Konsumenten und dass die Marke kann, oder die Gewerbe Schokolade florieren kann, sondern der ist nur darum gegangen, für sich selber in erster Linie einen guten Gewinn machen und möglichst den Mitbewerber aus dem Markt zu drängen.
So war es bei der Uhr gewesen. Heute ist es zum Glück auch schon anders. Mhm. Aber auch nur, weil eben der Konsument angefangen hat, sich mehr informieren und gebildet worden ist. Mhm. Gut. Da also die Leute sind alles, also wirklich, da glaube ich ganz, ganz fest dran. Und besonders im Retail, oder? Weil unsere Marke ist ja nicht eine Website oder ein Katalog und eine Packung, sondern unsere Marke sind unsere Leute, die uns jeden Tag vertreten. Brand-Ambassador, ja. Da investieren wir sehr, sehr viel in Schulung, wir investieren viel in Austausch, die Leute zusammenzubringen. Wir haben auf internationaler Stufe haben wir bei uns den Usus, dass wenn jemand mindestens 5 Jahre oder länger bei uns schafft und Führungskraft ist ab Filialleiterin aufwärts, dass wir die dann mitnehmen im GACO, dass wir dann da sagen, komm, wir zeigen euch das, wo sie eben herkommt, weil wir fangen ja bei den Bohnen an, oder, um die Welten zusammenzubringen. Wir werden jetzt dann übernächste Woche ein Mitarbeiterfest machen, zumindest mal hier in der Schweiz, wo wir etwa 1000 Leute dann zusammenbringen, wo wir dann die Führungskräfte wenigstens von Amerika und von Deutschland und von den anderen Ländern dazu nehmen für den Meeting, Austausch. Ja. Wir haben auch hier in der Schweiz, wenn jemand Jubiläum hat, dann nehmen wir sie wieder zusammen, zeigen wieder die Jockeyfabrik. Also wir glauben, man kann nicht genug und nicht zu viel investieren in die Leute und in die Schulung, oder? Und in die Ganzheitlichkeit von den Bohnen bis zu den Theken. Letztes Jahr haben wir auch schöne Bescheid bekommen, da sind Kakobauern von uns, von Brasilien, sind in Miami, unsere Filialen besuchen und dann haben sie uns dort ein Foto geschickt und das war natürlich ein Hallo und Grüssen und Umarmen, quasi die Wertschöpfungskette, die sich trifft. Dann haben wir auch jetzt so eine interne Kommunikationsplattform, wie eine Art ein internes Facebook eingeführt, wo dann die das können feiern können, sonst hätten wir ja gar nicht davon erfahren. Mhm. Also wir glauben sehr, dass Vernetzen und Schulen und Motivieren von den Leuten, die sind am Schluss alles. Außer Produkt, aber wer macht Produkt, sind ja auch wieder die Leute. Also, wir reden von einem Swiss-Made-Produkt, aber wir wissen, die Grundintelligenzen kommen vor allem vom Ausland. Du hast jetzt vorher Brasilien erwähnt. Ich habe immer gemeint, es gäbe auch afrikanische Länder, wo Kakao vor allem angebaut wird. Wie könnt ihr das nachhaltig fördern? Also, ist es euch auch ein Bedürfnis, dass ihr vor Ort den Leuten Möglichkeit gerne Schulen haben oder die Kinder in die Schule schicken? Oder wie geht das vor sich? Habt ihr jemanden, der dort ist, vor Ort und die Kakao einkaufen? Oder kauft man das einfach von einem Weltmarkt und kommt dann? Man muss doch sicher auch da versuchen, ganz speziell reife oder eben einfach gute Früchte zu bekommen. Das ist vielleicht wieder eher eine Frage für den Weltmeister von der Kreation. Warum muss man auf das achten? Ich merke, jede Schokolade heute, der schwört auf seine Kakao. Absolut, ja. Also das war ja mit ein Grund gewesen, warum wir da, wo wir jetzt drin sind, die Schokofabrik überhaupt gebaut haben. Also früher haben wir die Schoki zugekauft und dann Praline daraus gemacht, wie das ein kleiner Konfiseur macht. Und einer von diesen Gründen, nebst der Qualität, die wir mehr haben wollen, selber kontrollieren, ist aber auch gewesen, heute ist das auch Wenn man die Bohnen einkauft, besser, aber dort mal ist es noch extrem. Also man hat keine Ahnung, woher die Bohnen kommen. Oder wer steht denn dort dahinter? Ja. Wie geht es der Familie, die die Bohnen pflückt? Und das sind halt Sachen, die gerade uns als Familie schon beschäftigt hat. Ist gut. Und dann auch bewogen hat und gesagt, wir machen es selber, wir wollen mehr wissen. Oder? Und das hat jetzt gebraucht, sind wir 10 Jahre auf dem Weg. Oder? Am Anfang hat man wenig reingesehen, dann haben wir lernen und so. Und heute ist es so, wir zahlen im Schnitt 35% mehr als auf dem Weltmarkt. Oder? Wir wissen, das ist immer die erste Bedingung, wir wollen in jeder Prävenienz genau wissen, also in dem Sack können wir nachschauen, welcher Bauer hat die Bohnen in diesen Sack nicht geliefert. Also die Traceability ist uns unwichtig. Die Rückverfolgbarkeit. Ja. Genau. Das ist möglich in fertigen Ländern, die ja auch häufig politisch nicht nur immer die Stabilität. Das ist nicht das einfach. Also wir gehen nur in ein Land und wir arbeiten nur mit einem Partner, wenn er uns das nachweist. Okay. Und dann müssen in allen Ländern, wo Kinderarbeit das Thema ist, also Afrika oder auch in anderen südamerikanischen Ländern, müssen alle sich auch zertifizieren lassen mit Rainforest Alliance. Und dann haben wir zusätzlich zusammen mit Partnern vor Ort noch Schulungs- und Betreuungsprogramme. Vor allem, das ist dann vor allem in Ghana. Oder? Mhm. Ghana ist unser Hauptland von Afrika. Und dort haben wir 4 Dörfer, wo wir damit zusammenarbeiten. Und unser Partner, wo wir zusammen damit das machen, hat eine Person abgestellt, nur für die 4 Dörfer. Also mit denen kann zusammenarbeiten. Die haben dort auch so einen älteren Beirat eingerichtet, wo jemand melden kann, wenn er den Eindruck hat, jemand schicke sein Kind nicht mehr in die Schule.
Wir haben für die Brunnen gebaut, wir haben ihnen geholfen, wie können sie die Produktivität steigern aus ihrem begrenzten Land. Wir haben Hilfsprojekte mit ihnen gestartet, wo sie noch können auch Gemüse anbauen oder Honig machen oder ist lustig wegen dem Urgroßvater Brot backen. Ich war letztes Jahr in Ghana Anfang dieses Jahr. Und dann bin ich in eine Bäckerei reingelaufen, wo wir dürfen anfangen zu finanzieren. Und ich habe dieser Frau, die dort das Unternehmen gestartet hat, mit unserer Anschubhilfe gesagt, wenn das mein Urgroßvater gesagt hätte, dann kommen die Tränen über. Und das Brot war also super gewesen, oder? Wow. Und das ist eben, darum rede ich so gerne von dem Schocki-Job, den wir haben, dass wir von der Gaggo-Bäuerin, die ich jetzt gerade beschrieben habe, bis zum über Fertig. Unsere Leute hier in der Schweiz, die das mit viel Handarbeit herstellen, bis zu den Kolleginnen und Kollegen von Shanghai bis San Francisco, die Welten dürfen zusammenbringen und eben die Freude teilen, wo aus der Schocke kommt und aus dem Gaggo kommt. Sehr schöne Worte. Es ist ein schöner Werbespot, aber man kann nur das erzählen, tu Gutes und sprich darüber, ihr macht das. Das freut mich sehr, weil als Konsument sage ich auch immer, man kann vieles auf der Verpackung lesen, aber sehen tut man nicht, wie es diesen Leuten geht und wie sie zufrieden oder unzufrieden sind. Also ein guter Ansatz auch da wieder nachhaltig zu produzieren. Und du suchst schon immer Zahlen und wir gern. Haben so wenig, darum gebe ich dir die, die wir haben. Gib mir eine, zum Beispiel der Umsatz. 007, also 0,007% ja. der Welternte kommt da auf Bilden. Aha. Und wir feiern eigentlich gern, wie klein wir sind ja. in Bezug auf die Menge. Weil das Schöne ist, jetzt können wir natürlich sehr selektiv aussuchen, mit wem arbeiten wir zusammen. Und unter anderem eben über den Mehrpreisansatz, wenn wir natürlich dazu bringen, dass die Leute gerne mit uns arbeiten und dass das dann auch einen Ausstrahlungseffekt ja. hat, dass andere merken, du bekommst viel die bessere Partnerschaft und viel den besseren Gaggo über, wenn man eben auf diese Art zusammenarbeitet und die langfristigen Partnerschaften sucht. Die weltweite explodierende Nachfrage nach Gaggo oder auch Stevia und anderen Produkten, wo man einfach früher Chia und andere Sachen, die man gar nicht wirklich gekannt hat bei uns. Jetzt ist es in einem Überangebot da. Hat es einen Einfluss auf die Qualität? Also müssen die kämpfen, dass die Kakaobauern nicht zu früh die Früchte ernten, damit sie es einfach möglichst können noch nehmen, bevor irgendwie alte Umwelteinflüsse die Menge reduzieren. Gibt es mit 0,007% sind es sicher nicht die, die das Hauptproblem haben, euch am Weltmarkt zu bedienen. Aber ist da nicht einfach ein Trend auch bei der Kakao-Klasse. Wenn ich schaue, heute, wie viel dunkle Schokolade gemacht wird, hat sich da nicht eine extreme Verlagerung stattgefunden in den letzten Jahrzehnten. Und auch ein bisschen, vielleicht, wie soll ich sagen? Also, wir sagen immer in der Schweiz, Milchschokolade ist die Schweizer Schokolade, die hellbraune. Aber ich sehe heute mehr und mehr, auch bei euch, die Plateau werden immer weißer und schwärzer. Und hellbraun ist gar nicht mehr so unbedingt die meistgefragte Schokolade. Täusche ich mich oder ist das einfach, ihr, die mit den Statistiken gut sind und weniger mit den Zahlen herauskommen? Was wollen wir da dazu sagen? Also vielleicht schnell zum ersten ja. Teil von deiner Frage. Was halt extrem hilft, wir sind sehr, eben wir kennen die Bauern und unsere Partner in den Ursprungsländern. Wir streben an, dass wir eben sehr langfristige Beziehungen haben. Das heisst, wenn jemand kommt und heute ein bisschen mehr zahlt und morgen wieder ein bisschen weniger rennt, dann nicht zum Nächsten. Genau. Auch bei diesen ganzen Hilfsprojekten, die wir haben, wir wollen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist uns auch wichtig. Wir wollen nicht, also wir wollen, dass im Markt funktioniert. Du gibst uns Top-Qualität und wir zahlen dir mehr, als du im Weltmarkt überkommst. Also es soll eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Und die ist langfristig und man kennt einander. Und darum, und nochmal, also wir sind nicht die, die, also die Rohstoffe sind für uns ganz wichtig und für das nehmen wir auch Geld in die Hand, dass wir lieber, wenn man nicht, Klima, ja. Genau, ja. Muss gute Rohstoffe hineingehen und dann muss der Prozess auch noch super sein und dann kommt auch etwas Gutes raus. Oder? Okay. Darum das dann beantworte ich die zweite Frage von dir. Ja. Also, es ist ja interessant, man erzählt so oft, wie unterschiedlich Geschmäcker sind auf dieser Welt. Ja. Und das mag auch sein. Aber ich habe mal eine Auswertung gemacht vor irgendwie vielleicht 2 Jahren oder so. Was sind Frischschoki-Sorten? Und in allen Ländern, wo wir damals tätig waren, war Nummer 1 und Nummer 2 die gleich gewesen. Überall Nummer 1 war Haselnussmilch, überall Nummer 2 war Mandeldunkel. Und darum, es gibt Unterschiede, aber so gross sind sie dann auch nicht. Ja. Mm.
Aber die Tendenz geht, vor allem merkst du, so, wenn man in die grösseren Städte geht, wird es eher dunkler. Ja. Also eher mehr Gakko. Ja. Das ist, ist auch eher gesünder, sagt man. Oder? Das ist, Gakko ist sehr, sehr, sehr gesund, gesunde Frucht. In dem Jetzt habe ich bei mir Confiseur und Ballpatz in Zürich vor 2 Jahren die ersten veganen Schocken gehabt. Die sind sogar entstanden, zum Teil aus Sachen, aus Früchten, wo bin ich schon zu lange? Oder? Nein, ich habe meine Antwort vorbereitet. Darum habe ich das Datum müssen anschauen. Du musst schauen, wenn du mit ihnen jetzt kommst. Genau, Also, ich bin überrascht, die haben dann 3-4 Sorten gemacht. Und zwar meistens sogar aus dem Abfall, also Zisten oder wie man dem würde sagen, der Drescher von der Früchte. Und die sind extrem gut. Also, ich muss ehrlich sagen, ich heute vegane Schokolade sehr gern. Sonst bin ich noch halbwegs Veganer, wenn überhaupt. Aber ich finde Schokolade etwas vom Besten, weil es ist so geschmacklich sehr intensiv und nicht zuckrig. Also einfach ehrlich gut, fein. Deine Antwort hast du jetzt schon auf die Uhr geschaut. Das Datum hast du geschaut, nicht du. Also ich bin in 2 Wochen lancieren wir unsere erste vegane Milchschokolade lancieren. Da haben wir jetzt lange daran gearbeitet. Wir müssen einmal sehr bewusst schauen bei so Innovationen. Wir müssen nicht unbedingt der Erste sein. Aber wenn wir können, wenn wir der Best in Class sein. Also es soll wirklich top sein. Und ich glaube, das ist es. Ich bin nicht ganz neutral. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Das kann ich verstehen, dass es nicht ganz neutral aber ist. Aber René testet es dann. Ja, ich nehme an, die, die du in 10 Tagen lancieren willst, müssen ja jetzt schon quasi parat sein. Meinst du, wir sollen nachher mal ins Lager gehen? Ich glaube, wir müssen dann mal zusammen noch schnell an einen Ort, wo andere nicht sehen dürfen. Also wir haben dort einen Milchschocke, wo wir die Kuhmilch mit Cashew-Milch ersetzen. Also auch das ist ein relativ hochwertiger, also ein sehr hochwertiger, relativ teurer Rohstoff. Ich weiss es. Und dann haben wir einen Kokosblütenzucker, den wir an den Kristallzucker setzen, der über die feinmelassige Noten hineingibt, die sehr gut mit dem Cashew zusammengeht. Okay, wir laufen es fassen. Schön uns, aber das ist das gleiche Problem da. Man könnte noch über 100'000 Sachen mit euch. In dem Raum, wo wir jetzt sind, der ist genau 10-jährig. Wir feiern eigentlich dieses Jahr, ohne gross ein Trambobium machen, ein Jubiläum, dass da 10 Jahre im Bild nicht nur die Lagerung der Rohstoffe, ich habe zwar einen da vorher noch gehört, das ist auch ein Ort in Glarus, ich weiss, was er dort genau heute macht, aber da haben wir einerseits die Lagerung, die Produktion, die Röstung, die Rösterei. Ihr macht eure eigene Schokimalasse, das ist etwas, was ich nicht glauben kann oder bis heute nicht glauben kann. Alle grossen, guten Schokihersteller sind Kunden von Barry Gallibo. Entschuldigung, wenn ich da stetig Werbung mache, aber ich muss es halt sagen, damit man einfach weiss, von wem man redet. Das ist, glaube ich, der grösste Schoko-Basisproduzent für alle Schokolade von dieser Welt. Und ihr macht sie selber. Ist das so? Also ist es so, dass wir die selber machen, selbstverständlich. Das ist eigentlich unglaublich. Es ist auch wahr, Barry Gallibaut ist der grösste Schoki-Hersteller. Ja. Es gibt aber auch in der Industrie die verschiedensten Modelle. Also es hat einige Player, die es selber machen, für Bohnen auch, wie wir. Es gibt gewisse, die es ab der Kakao-Masse machen. Ja. Und übrigens auch bei den kleineren, wie die kleineren Brauereien, die überall aus dem Boden schiessen, gibt es auch immer mehr Bean-to-Bar-Firmen. Also es ist schon sehr breit, auch in der Industrie. Aber es ist so, seit 10 Jahren machen wir eben da selber und lernen jeden Tag, werden jeden Tag ein bisschen besser und das macht mega Spaß. Noch besser, ich glaube, es ist, Erfolg ist auch sehr etwas Gefährliches in sich, oder? Weil man wird irgendwie zufrieden und selbstsicher und ist ja schon immer so gewesen. Das ist schon so. Und ich habe sehr Freude an dem Satz, und morgen fangen wir wieder von vorne an. Ganz ein schöner Satz. Wir haben das 60-jährige Jubiläum dieses Jahr und werden das mit den Mitarbeitern auch dann feiern. Mehr intern, weil wir finden 60, also wenn andere 260 Jahre alt sind, sind wir jetzt da schön bescheiden. Aber intern feiern wir das und sind stolz drauf. Aber an dem Mitarbeiteranlass habe ich meine Rede schon vorbereitet und ein Satz wird sein, und morgen fangen wir wieder von vorne an. Was ist die nächste Hochkugel, was ist die nächste Frischschocke? Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Omnichannel, für E-Commerce, zum Wachsen. Wo können wir besser, digitaler, moderner, progressiver werden? Der Bayer kommt normalerweise mit einem Geschenk. Wir haben auch Honig für euch. Wir tun nämlich selber aus der Zeit der Spezerei tun wir heute auf dem eigenen Dach noch Honig machen. 10 Völker, 11 Völker. Cool. Und kommen jährlich ungefähr 250 Kilo Honig über. Ich kann mal mit dem Spüngli Luxemburgerli machen. Er hat dann nur in den Kopf geschüttelt und gesagt, auch wenn sie wenig pro Luxemburgerli
müssten haben, würde es nicht lange zum für sie nur eine Linie Luxemburgerli machen mit Honig. Aber ich habe gedacht, ich müsse euch auch ein bisschen anzünden, weil ich habe ihnen selber auch den Sprüngli-Leuten Macaron gebracht. Euch bringe ich jetzt noch ein bisschen Sprüngli, um das Ganze aufzählen. Was planen ihr in dieser Richtung zu machen? Wir wissen ja, beim Sprüngli war ja die Erklärung auch gewesen. Es war ja nicht ein Sprüngli-Mitarbeiter, sondern es war jemand, der luxemburgischer Herkunft war, der bei ihnen dann das, was sie quasi entwickelt hat und zum Markt davon gebracht hat, dann wahrscheinlich Sprüngli. Wie stellt ihr euch zu so Sachen? Ich sehe, ihr habt wunderbare Sachen, also nicht, dass das irgend... Aber würdet ihr das jetzt essen oder sagt ihr, das wird gerade entsorgt? Unbedingt, das darf man essen. Das darf man, sind nicht einmal dekad. Als ich beim Sprüngli war, wenn man das Tag gemacht hat, haben sie die Artikel, die man nicht hat können essen, die sind chemisch gewesen. Ja, ja. Nur um einfach in der Kamera nicht zu schmelzen. Bei euch ist alles authentisch, das finde ich sehr schön. Also ist super, aber wir haben sehr gerne das. Wir sind sehr tolerant bei Lebrach, auch in Bezug auf Mitbewerberprodukte. Eben, das verstehe ich. Die Luxemburgerli sind besonders das geschätzt. Und wir haben bei uns im Sortiment auch einige Innovationen in der Pipeline. Ja. Ich kann nachher Elias noch mehr sagen. Über alles glauben wir aber sehr an Fokus. Oder? Ja. Also wir sagen immer, je konsequenter unser Sortiment auf Schoki ausgerichtet ist und auf das, was am besten läuft, desto frischer sind auch die Produkte. Weil je weniger das man hat, desto mehr Reiz und desto schneller sind die Durchlaufzeiten und desto frischer kann man dann auch produzieren und frische Rohstoffe nutzen. Also das ist natürlich nur als ein Gehegterstag. Natürlich weiss ich, dass sie sicher immer müssen auch beobachten, was heute mitbekommen. Auch die, die da die orangen Schnitz macht in dunklen Schoki, weißen Schoki. Das sind ja alles Trends, wo man eigentlich fast von jedem Schokolade erwartet. Ich habe jetzt gesehen, sie haben neue Packungen rausgebracht mit 20 verschiedenen Pralinen. Ist das der Wiedereinstieg bei der Swiss? Also da können die Lindt Konkurrenzprodukt machen. Was ist dort die Idee oder die Innovation dahinter? Also wir haben ja, ich würde es so sagen, wir haben ein Standardsortiment, sage ich mal, wo wir pflegen, da haben wir Frischschoki drin, da haben wir unsere Praline, wo eigentlich das älteste Produkt ist, da hat der Grossvater angefangen, oder die älteste Produktkategorie und Minimus, die ganze Saisongeschichte und in diesen Bereichen, die tun wir natürlich immer schauen, dass wir up to date bleiben, wir tun wieder mal Frischschoki-Challenge, sind das alles noch Sorten, die noch gut sind heute, oder wenn wir die wechseln, wir haben letztes Jahr ein paar austauscht. Auch im Praline-Bereich sind wir jetzt gerade dran, haben wir diese Woche im Innovationsmeeting abgesegnet, dass wir da und dort Sorten upgraden, austauschen. Also in dem Standardsortiment sind wir sehr darauf bewusst, um immer wieder auch Neues reinzubringen. Und haben in diesem Bereich auch Limited Edition, wo wir bei der Frischschoki zum Beispiel sagen, jeden Monat gibt es, aber nur für einen Monat, eine eigene Sorte. Mhm. Und dort, das liebe ich auch für mein Innovationsteam, für mich, da wird man immer herausgefordert und kann eben auch mal ein bisschen verrücktere Sachen ausprobieren. Da kann man ein bisschen den Puls der Zeit spüren, wie kommt das an, kann man ein bisschen mutiger sein. Und das finde ich etwas ganz Tolles. Und auch die neuen Sorten, die wir jetzt in Frischschoki reingenommen haben, sind meistens einmal Limited Edition gewesen, und irgendwie drei Jahre wieder gebracht hat und irgendwann gesagt haben, hey, das nehmen wir jetzt als Fixes. Übrigens, das Gleiche macht Sprüngli, also dort immer jeden Monat ein neues Luxemburgli kreieren und wenn es erfolgreich ist, dann im Jahr drauf, anstelle von einem anderen, dann in dieser Schacht drin. Finde ich ganz gut. Ja. Ich glaube auch, ihr könntet, wenn ihr noch einen Schoki-Club habt, wo die Leute wie ein Abonnement machen könnten, die Novitäten und die Neuheiten, ich glaube, in dem Bereich haben die Schokolade vielleicht noch das Gefühl, sie können sich ein bisschen zurücklehnen. Ich denke, in der Gastronomie, und heute ist mir ja sehr wohl eben auch angewiesen darauf, dass die Schöckli nicht nur bei Airlines oder sonst vielleicht auf Kreuzfahrtschiff oder sonst wo angeboten werden, sondern an Orten, wo Leute sind, die international Geschmack haben. Das habe ich mal gelesen irgendwo oder gehört, glaube ich, dass ihr vor allem in Amerika überrascht sind, wie viele Leute schon Lederach kennen, von Orten, wo sie Lederach bekommen. Und darum finde ich das sehr wichtig, dass man versucht, möglichst auch bei Restaurants für den Dessert, und wenn es nur ist, als ein Teil von einem Dessert in ein Menü integriert werden. Also ich kenne auch Firmen in unserem Bereich, die sogar spezielle Menüs haben, Schweizer Menüs haben, in Las Vegas, in Casinos, wo sie damit die Swissness oder Made in Germany
ausleben, indem sie dann aber eben auch Produkte, die speziell sind für das Land, eben in dem Land können vorhalten, wo man sonst nicht jeden Mal oder um die Haustür herum findet. In der Schweiz schon, findet man fast schon überall um die Haustür in Amerika, aber ich finde, es ist ein guter Ansatz in Asien, wo die Leute, die immer nicht so viel Schoki essen, mindestens meine ich das, wie in Amerika und Europa, weil die haben weniger mit Milchprodukten zu tun als wir. Wir sind Joghurtesser und Milchproduktverwerter. In Asien ist es nach wie vor nicht so populär. Da ist die Küche auch ganz anders. Fände ich das super, wenn man eben auch könnte, das in super Hotel, Restaurant, als eine Art vom In-House-Dining haben. Mhm. Aber das ist nur eine Anregung. Nein, also so Partnerschaften sind immer spannend. Und gleichzeitig staunen wir auch, wie universell unser Sortiment schon gut ankommt. Genau. Und ich habe lustige Disput mit unserem jungen GM, der in China unser Geschäft gestartet hat im 2019. Dann hat er gesagt, oder 2020 war es, ich glaube, in China ist alles völlig anders. Ja. Eben dunkel, dunkel, dunkel. Doch nicht. Und ich bestelle Frischschoki, bestelle nicht so viel. Ich bestelle vor allem da die dunklen Curry. Und ich gebe gerne den Leuten Freiheit. Dann habe ich gesagt, das kannst du schon machen, aber bestell dann auch gut Frischschoki. Irgendwie so habe ich ihm gesagt. Und sure enough, oder? Curry hat er viel zu viel gehabt und Frischschoki ist er ausgeschossen. Ja. Und ich kann es fast nicht glauben, wie eben einfach universell das gut ankommt. Ich habe ja vorher auch über das Ranking Nummer 1, Nummer 2 geredet. Dass wir da doch irgendwie einen Mainstream-Geschmack getroffen haben, der dann doch nicht so unterschiedlich ist zwischen Shanghai und San Francisco. Ja. Und das ist auch für euch einfach in der Produktion, wenn ihr eben eine Palette, die noch überschaubar ist, wenn man zu viel macht, verwässern wir das eigene Sortiment. Das ist wie die Luchse, wie für die Sprüngli. Müsst ihr auf die Frischschoki und auf die paar wunderbare Sucht sah. Ja. Aber ich sehe auch, die Läden sind ein wahnsinniges Arrangement-Assortiment. Und ich finde es gut, wenn ich sage, man macht eben auch nicht alles, was die anderen machen, weil wir eben wollen, bewusst lederach bleiben und lederach sein. Mhm. Eben, wir werden zum Teil auch gefragt, wenn ihr nicht für gewisse Märkte die Süße von der Schoki anpassen. Das ist auch so ein Klassiker, oder? Und auch da haben wir eigentlich bewusst gesagt, nein. In Amerika kennen uns viel, weil sie uns in der Schweiz probiert haben als Touristen und gesagt haben, oh, das ist so fein, können nicht auf Amerika kommen. Warum sollen wir jetzt die Rezeptur anpassen, wenn wir dann gehen? Oder? Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch immer wieder so, für die Middle East Region haben wir jetzt eine Special Edition gemacht mit Pistazien, Praline. Mhm. Also hast du dann schon auch immer das herausgefunden, wie fest geht man jetzt auf eine Region ein. Und dann fest sagen, nein, das sind wir als Schweizer Marke. Und ich glaube, es braucht beides. Und die Balance beides. Muss man ein bisschen herausfinden. Also, als ich mal in Atlanta, Georgia war, bin ich bei Coca-Cola schauen. Die haben 141 verschiedene Sorten Coca-Cola. Einfach nicht sortenmässig, aber der Teil Zucker, der ist in afrikanischen oder in den Südstaaten viel grösser als in den Nordstaaten, wo es weniger Süßes wollen. Ja. Aber das ist hochinteressant. Da dürfen sich auch nicht zuerst verbeugeln. Ich war zwar immer einig von denen, die gesagt haben, der Käse, der ins Ausland exportiert, ist ein besserer Käse als der, den wir in der Schweiz haben. Aber das hat nur damit zu tun, wenn man im Ausland ist, dann genießt man halt das noch mehr und hat viel weniger. Ja. Wenn ich dann mal ein Stück grühe, schmeckt er mir, wie noch nie einen geschmeckt hat in der Schweiz so gut, weil ich ihn einfach so vermisst habe. Es hat viel mit der Psychologie zu tun. Und manchmal erlebt man aber auch das Umgekehrte. Also ich hatte schon Kunden, die gesagt haben, Herr Lederach, Ihre Schoki in Deutschland schmeckt einfach nicht gleich gut wie in der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann gar nicht sein, es ist ja eine Fabrik, es kommt ja alles von da. Und ob jetzt der Lastwagen von da auf Stuttgart fährt oder auf Genf, ist ja etwa gleich weit. Das ist richtig. Und hat sich aber fast nicht ausreden lassen, der Gedanke, dort ist es schlechter. Oder? Und darum ist es für uns auch so wichtig, made in Switzerland zu bleiben, also sogar made in Glarnerland. Ja. Es gilt ja für beide unsere Standorte. Weil wir eben überzeugt sind, und das ist ja auch so schön, oder? Und das ist auch wieder eine Parallele zu den Uhren. In vielen Branchen, wenn man sagt «Made in Switzerland», dann sagen die Leute «Oh, teuer». Wenn man sagt «Ihr Schoki, Made in Switzerland», dann sagen sie «Oh, fein». Und wenn man sagt, vielleicht bei den Uhren, sagen sie «Oh, Qualität». Und das ist einfach so ein Geschenk und hat auch viel zu tun mit dem Erbe in beiden Branchen, dass wir eben die Reputation haben dürfen erreichen weltweit. Genau, und die muss man auch halten können. Das ist nämlich nicht einfach. Die anderen schlafen auch nicht, weil es sind eure Hauptkonkurrenzmärkte. Ist das nach wie vor Belgien, Frankreich oder welche Länder? Sind das auch europäische oder gibt es auch schon mittlerweile
Japanisch habe ich auch schon gehört, gäbe es ganz verrückte Sachen. Was müsste man Angst haben, mittelfristig, vor was würde drohen? Ja, Angst müssen wir warm anziehen. Das ist ein schlechter Ratgeber, ja. Ja, wir müssen warm anziehen, weil wir vielleicht nicht mehr so viel Energie haben in Zukunft. Aber was würde ihr geschäftsmässig machen? Also, kann man bei euch Produktion zum Lähmen bringen? Eben, energiemässig nehme ich an, sind die genauso angewiesen wie wir alle auf die Energie, die wir tagtäglich brauchen. Aber habt ihr Vorräte? Könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn es effektiver heisst, die Industrie müsste jeden zweiten Tag einstellen, Produktion, habt ihr da Vorratskapazität? Könnt ihr sagen, wir könnten 1 bis 2 Monate weiter operieren, ohne dass da etwas gemacht wird? Oder müsst ihr stetig? Ja, das wäre schon ein grosser Schock und eine grosse Schwierigkeit, weil wir ja probieren, sehr frisch zu produzieren, gerade in der kalten Jahreszeit, wo mehr Schock gegessen wird. Und da sind schon alle aufgefordert, ich sage das ja auch als Präsident von der Glarner Wirtschaftskammer, die Wirtschaft, aber eben auch der Staat, zusammen Lösungen zu suchen und zusammen auch einerseits Lösungen suchen, dass es mehr Angebot gibt, dann aber auch schauen, wo kann jede Firma, aber auch wir als Gesellschaft insgesamt effizienter werden. Und dann braucht es aber auch intelligente Verteilungsmechanismen. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was uns ein bisschen Angst macht. Jetzt haben wir sozusagen weltweit 400 neue Arbeitsplätze. Müssen wir jetzt trotz der Akquisition auch gleich viel sparen? Oder wenn eine Firma so gewaltig am Wachsen ist, tut man das dann berücksichtigen? Das sind ganz schwierige Fragen, die man da noch miteinander herausfinden müssen. Mhm. Aber wir bleiben positiv, wir sind Berufsoptimisten und gehen es positiv an. Das ist das, was weitere Generationen bei euch wird auch möglich machen, durch euren Optimismus, den Glauben an die Zukunft. Du hast mir vorher schon das Wort zugespielt, Uhren. Ich frage mal gerade, was teilst du für eine Uhr, wenn ich fragen darf? Ich habe eine schöne Rolex dabei und das kommt von dort, weil wir haben in diesen Franchise-Märkten, vor allem im Nahen Osten, auch in Fernost, haben wir zum Teil Franchise-Partner, die eigentlich wirklich Freunde sind heute, die auch Rolex-Vertreter sind. Und das ist natürlich sehr eine schöne Kombination, weil man hat eine ähnliche Kundschaft und ein ähnliches Qualitätsverständnis und alles. Und so habe ich da Zugang gehabt zu dieser Uhr. Wir wissen, dass nicht zuletzt in Genf viele Schokoladier von der Uhrindustrie recht gut leben. Ich sehe immer wieder, was man an Weihnachten und sonst auch an diesen Messen und wie viele Genfer Qualitätsschokoladier gibt, die unglaublich kreativ sind. Man kennt es nicht in der Deutschschweiz. Sie sind meistens noch viel kleiner als ihr. Also wirklich Mikro. Aber die schafft fast jede Uhrenfirma mit einer speziellen Schokolade zusammen. Es geht bis zu Leuten, die in Cressier leben, die Schoki machen, die die besten Restaurants sind von der Schweiz. Also auch da haben die zum Glück Mitbewerber, die auch nicht schlafen tun. Und aber trotzdem schaffen wir alle die gleiche Richtung, dass die Schweiz Schokoladenland hoffentlich Nummer 1 ist oder bleiben wird. Über die Statistik weiss ich nicht Bescheid. Jetzt weiss ich, was du für nur hast. Deine, die gesehen ist ja die ganze Zeit. Es zeigt, wie unterschiedlich wir sind, aber doch eben beide am Puls der Zeit, wie es so schön sein. Ja. Was ist es für eine Uhr? Ja, das ist jetzt eine Apple Watch, aber Apple Watch, Ich komme jetzt aus dem Loch wieder raus. Nein, ich habe ja schon bestimmt. Also, es ist kein Franchise-Partner, der auch noch Apple vertritt. Nein, ich bin noch technikaffin und dann habe ich gerne das Haus daheim ein bisschen vernetzen, dann kannst du das Zeug von der Uhr steuern und so. Darum habe ich das. Ich habe aber auch noch andere Brands, unter anderem auch Rolex, genau aus der gleichen Beziehung. Das würde ich übrigens nicht sagen wegen mir, ja, wie wir Rolex verkaufen. So. Aber es ist halt auf die weltweit größte Marke. Ja. Es gibt ja auch andere noch grosse Schweizer Marken, und das ist auch gut. Aber in Silicon Valley hast du in dem Fall noch kein Chocolatier von Lederach. Nein, spezifisch nicht. Dort haben wir Filialen, die sind ganz gut angelaufen, haben wir wirklich Freude. Und eben auch, wie viel dort quasi Freude an dieser Business. Und das ist ja auch etwas, ich habe vorher gesagt, wir helfen alle einander mit der Swissness in der weiten Welt. Und das sind eben nicht nur die Schöckler, sondern das sind auch die Uhren und die Pharma und Banken. Wir alle arbeiten an dem Ruf von der Swissness in dieser Welt. Jetzt Schoki kann man ein bisschen einfacher verschenken als Uhren. Also du würdest sagen, nein, Uhren kann man genauso einfach verschenken. Verschenken, ja, aber das Problem ist, eure Sachen konsumieren sich viel schneller. So. Und man hat weniger lange Warteliste. Wertvoll in der nächsten Generation. Ja, respektive, es ist wie ein Dampfschiff oder eine Dampflokie, unzerstörbar und da eigentlich für die Ewigkeit gebaut, was Schoki ja
zum Glück vielleicht zum Glück. Auch nicht ist, aber von der Philosophie genau. Passt es wieder wunderbar zusammen. Also ich hatte eine wunderbare Zeit mit euch. Ich kann fast nicht mehr länger warten, da die Süßigkeiten von unseren Augen zu attackieren. Und darum, ich danke herzlich. Habt ihr noch eine Frage an mich? Mal ganz ungewöhnlich. Was ist deine Lieblingsschoggi natürlich? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin einmal auf Lederach gekommen, abgesehen von Merkur seiner Zeit, durch eure Schaumköpfe, oder wie man es auch anders nennt, Minimus, jawohl. Genau. Und ich finde die sensationell, die haben so eine Bisskonsistenz, wo ich von anderen Köpfen, ich sage jetzt nicht mehr, Köpfe auch sehr schätzen tue, wo aber einfach mehr süß und mehr Malasse. Ich finde die sensationell. Und eben neue Bruchschocke, da muss ich gar nicht reden. Die muss ich nur geniessen und schauen, dass nicht super. Allzu viele andere auch. Wenn Frischschocke sagst, kommst du zwei über. Frischschocke, bitte Preis. Sehr gut. Dann stelle ich dir dafür die über und man macht den Austausch. Dankeschön. Ich habe die mit Pistazien sehr gerne, auch wenn es weiße Schocke ist. Nochmal vielen Dank für das Interview. Es ist immer schön mit Unternehmen und Familie. Gleichfalls. Unternehmer zusammen können so ein Gespräch haben. Danke für die Zeit und für den wunderbaren Rahmen, den wir dann den Tag machen dürfen. Danke dir. Danke auch all unseren Podcast und sonstigen Zusehen für ihre Geduld und ihren Spass, den sie hoffentlich gewendet haben. Merci und bis bald.